Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ich bin Puffke von Tube Tribute. Und Samuel, hast du was zu sagen? Guck so. Hallo? Das ist der Houndpits Pub. Ah. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Da muss der junge Herr aber mal gründlicher suchen hier. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Naja, wenn er intelligent ist, wir dann sucht er... Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Ah ja. Aber wenn der Lordregent intelligent ist, dann sucht er als erstes an den Flüssen hin. So würde ich das machen. Aber naja, gut. Sonst noch was? Da drinnen arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Okay. Komme. Der Hausmeister ist da. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Ding Dong. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Tag. Sie. Bist der Lordregent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Ah ja, ihr riskiert Große euer Leben. Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Was ist denn da unten? Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Ah ja. Er ascht erstmal ab. Was war jetzt hier unten? Ein Spickzettel hat er sich geschrieben. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Naja, bitteschön, gerne. Aber ich riskiere hier meinen Arsch, ja, und die schmökern hier ganz, ganz gesellig in der Bude hier rum, ja. Und ich soll die liebe Emily doch retten. Guten Tag. Ich will Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Ja, hallo, ich bin Corvo. Guten Tag. Wer bist du? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Wie unhöflich er ist, ne? Stellt sich noch nicht mehr ordentlich vor hier. Und ich glaube mal, hier vorlesen werde ich nicht allzu oft machen. Einfach aus dem Grunde, dass die Texte hier so elendlich lang sind. Und ich denke mal, hier liegt ein Buch, da liegt ein Buch, hier noch ein Brief. Da sind wir in 3 Jahren nicht mehr fertig. Scroll dann halt immer runter schnell. Wer sich das durchlesen will, macht das bitte. Ich halte auch extra hier kurz mal immer an.
Lalalala. Ah ja, gut. Das können wir uns anhören. Das ist kein Problem. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in verschiedenen Tiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum nun rein damit. Und dann über Jahre hinweg beobachten. Einfach in die Nähe der Öffnung halten. Der Magnetismus besorgt den Rest. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Kranker Bastard. Ich meine, ja, Forschung geht vor, ne? Menschenleben sind da nichts wert. Guten Tag, hier habe ich was. Ich bin übrigens Corvo immer noch. Du hast dich ja noch nicht vorgestellt, du möchtest ja anscheinend nicht. Und hier rein, ja? Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Das macht's besser. Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Mich in Ruhe lassen? Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Der klingt so ein bisschen pädophil. Na, komm, geh in dein Bett. Ich freue mich schon, denn mein Leben wird sich deswegen verändern. Und wir gehen mal einfach ins Bett. Gute Träume. Ganz woanders. Im Traum. Hab ich beschissen geschlafen. Hä? Was? Hä? Ein bisschen falsch herum, oder? Okay, ich träume. Der Pädophile unter Bett? Jut, ist auch nicht da. Okay. Durch die Fenster können wir auch nicht gucken. Dann öffnen wir doch mal die Türe. Alter, was ist hier passiert? So sah die Bude aber nicht vorher aus. Okay, ich nehme einfach mal an, wir sind in einem Traum. Fisch? Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Okay. Komm, finde mich. Juhu, wir spielen Verstecken. Und Kraft teleportieren haben wir bekommen mit Rechtsklick. Halten, anvisieren und loslassen und springen. Und hier ist die Kaiserin, Jessamine. An, im Blut, natürlich schneeweiß, ein Zettel. Ein heruntergefallener Brief. Du kannst sie nicht retten. 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 Achso, übrigens, du kannst sie nicht retten. Ah ja, ein sehr tiefer, poetischer Inhalt. Goethe wäre stolz auf dich. So, hopp, rüber. Hopp, rüber.
Hopp, rüber. Und ich sehe schon, wenn ich das zu oft mache, ja, die blaue Anzeige, die füllt sich nach und nach auf. Aber wenn ich das zu schnell mache, verliere ich so ein bisschen das blaue Ding. Und das ist Emily. Angstvoll blickt sie hier diese komischen Typen an. Alter, die sehen doch so aus wie Lord Pendleton. Wie der komische Schnüssel, der da auf den Boden geguckt hat. Ach, das hat er wahrscheinlich verloren. Whale Oil Fish. Aha, interessant. Was schreibt denn Emily? Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in einen Fluss werfen, weil ich ihn nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst, hol mich. Und ich werde dich holen. Und hier die zwei, die werde ich auch noch hier im Kopf kürzer machen und so. Da kannst du dich drauf verlassen. Ja, war fast zu kurz. Der Lordregent. Blöder Kackfisch. Scheiß auf deinen Plan hier, scheiß auf deinen Plan. Ja. Wie man merkt, hat der nette Lordregent schon etwas vor mit der Stadt. Wenn er so eine Pläne schmieden muss. Schwubbelup. So, wir trinken mal ein bisschen was. Das kann man übrigens mit Tee machen. Ich denke mal, hier gibt es keine Gefahren, sodass wir in Ruhe laufen und rennen können. Schaut, man muss immer warten, bis es aufgeladen ist. Und das dauert Zeit. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Da haben wir ja ein Herz mit Ohr. Was sagt denn das nette Herz? Noch gar nichts. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Und der Anfang. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden noch Jahrhunderte zählen. Eines Tages wird dieser Ort alles Himmelslicht verschlingen. Das sind so eine Floskeln. Die könnte jeder sagen. Er, der hier wandelt, ist alles. Wie Lieder des Trostes und Knochen von Zähnen abgenagt. Ah, der Outsider, ja? Wenn wir hier zu den einsamsten Orten der Welt gucken sollen, das ist so ein kleiner Emo, wa? Ich bin so einsam und traurig. Dies ist der Ort, wo die Jünger der schwarzen Künste ihre Macht beziehen. Und dieser Ort ist ihr Untergang. Aha, noch was? Ich fühle, wie ein großes Zeitalter zu Ende geht. Okay. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge. Okay, und ich glaube, es wiederholt Zeit sich so. Zeit ist hier bedeutungslos. Weder Sekunden, noch Jahrhunderte zählen. Na dann. Wenn das so ist. Ja, lade schneller auf. Mach schneller, komm, mach schneller. Hier ist die Runa. Und die nehmen wir gleich mal. Sie leuchtet so schön. Zeichen des Outsiders. Runen sammeln und Kräfte erwärmen. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffne das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Du kannst Runen sammeln und damit übernatürliche Kräfte zu erwärmen, wenn wir das wollen. Und hier steht schon Verstärkungen, das sind also passive. Und das sind Kräfte, die wir also zwischendurch mal einfach mal einsetzen. Und ich bin doch eher der aktive Mensch und werde einfach mal die Nachtsicht verbessern. Klingt ganz gut. Guck mal, können wir hier durch Wände die anderen Leute beobachten. Das gefällt mir ganz gut. Und
das Emo wieder. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Okay, unser Outsider, den nennen wir jetzt Moritz. Warum, das erzähle ich euch jetzt nicht. Und es war doch kein Traum. Okay. Also das Zeichen des Outsiders haben wir behalten. Und hier sind lauter komische Glitzerdinge. Knochenartefakte. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihre Lieder lauschst. Also mit dem Herzen. Ne? Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay. Na, wir sammeln die jetzt erstmal. Lesen ein bisschen. So zum guten Morgen. Nach so einem komischen Traum. Was eigentlich kein Traum war. Kann man das mal ganz gut brauchen. 500 Münzen bekommen. Das ist eine Menge. Das möchte ich auch einfach mal, das. Wenn ich jemanden besuche, ich aufwache und dann einfach neben mir 500 Münzen für mich sind. Das waren 10 Stück. Kanal des Nichts. Mystisches Wahlartefakt. Beutel. Nochmal 500 Münzen. Freund der weißen Ratten. Knochenartefakt. Ein Gassenmal. Auszug aus dem... Achso. Das Tagebuch der Lumpengräfin. Wer auch immer das ist. Aha, ist sehr interessant. Okay, gut. Finde ich aber sehr lumpisch und es stinkt mir zu sehr. Mystisches Wolfshund-Artefakt. Und noch ein paar Knochen-Artefakte, Feuerwasser, Feuerfest und Fechter haben wir bekommen. Und nochmal ein Beutel mit 500 Münzen. Slackjaw, Jugend- und Strafregister. Oh, das war aber ein böser, böser junger Mann. Oh, oh. Geld, Mordlust. Prostitution, ah ja, okay. Habe ich jetzt nicht gelesen, das wäre jetzt einfach mal. Und irgendwas mit Bottle Street Gang, da haben wir schon mal was gehört von. Da haben nochmal 2 Wachen sich drüber unterhalten, über die Bottle Street Gang. Finde ich interessant, gut. Bin gespannt, was uns hier noch so alles erwarten wird. So, wir gehen mal hier die Tür durch und das Treppengeländer runter. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird's nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Ja, ja. Können Sie das glauben? Ja, ja. Der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Weit pinkelt er sich ein beim Schlafen. So. Gut. Dann gehen wir doch mal zu diesem netten Admiral Havelock, aber erst in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao!